Also wenn, dann machen die nie Timer oder... I don't know. Wenn adden, oder? Wenn es blöd läuft. Also hier gibt es halt einen Haufen Bots, deswegen... Haben sie die schon genommen? Ne, der eine ist noch nicht genommen. Die wollen wir nicht adden. Oh boy. Sag mal, die Spinne, die braucht halt kein Mensch. Du machst dies hier halt, dass du die Schrottbots holen kannst, ne? Weil die machen richtig viel aus. Komm, ich zieh jetzt einfach Inke hier. I don't know. War das Stuff, den wir nicht spielen wollen? Ratta, ich grüß dich. Ich glaube, ich lade mir jetzt mal Little Wix einfach nur runter. Mach alles aus, dass ich diesen scheiß Timer sehe, den manche Leute benutzen. Ich hoffe, die haben die ganzen Bots mitgenommen. Haben wir alle? Da oben ist auch noch einer. Ja, die kennen das hier nicht. Okay. Kacke, ich habe halt ausgerechnet eine Gruppe, die das nicht kennt mit diesen ganzen Robotern, ne? Ich laufe quasi extra hier so eine Route, dass wir möglichst alle Schrottbots am Anfang mitnehmen können. Aber die haben die einfach nicht mitgenommen, I don't know. Vielleicht spiele ich es mit denen einfach normal, aber das ist eigentlich... Also teilweise diese Schrottbots, das ist so ein Damage-Gain. Schau mal, hier, Schock, das ist einfach 10% von meinem Damage. Das ist einfach nur dieser Bot. Und das ist bei DDs mit einem Haufen Tempo noch mehr, ne? Also ich habe gehört, auf hohen Keys ist sogar der meiste Damage nur von diesen Bots. Ach, fuck it. Ich habe ein bisschen verkackt. Aber der eine Nasrasim wird dadurch nicht geheilt. Ja, das sieht gut aus. Also die Putt brauchen wir nicht unbedingt. Aber die Bots wollen wir halt haben. Genau, es gibt drei Bots. Es gibt quasi einen, der bringt dir mehr Gesundheit und erhält eine Heilung. Dann gibt es einen, der dir diesen Dot gewährt, ne? Oder dieses Blitzezeug. Und dann gibt es nur einen, ich weiß gar nicht, macht irgendwas mit Tempo oder so. Von denen nimmt halt keiner die Bots, ne? Es kann ja sein, dass ich der Einzige hier in der Gruppe bin, der das mit den Bots kennt. Uff. Ich habe nur zwei, aber da war jetzt der andere noch nicht dabei, den ich haben will. Vielleicht soll ich da im Dingsbuff rauslaufen. Ach super, die Fläche siehst du nicht unter dem großen Mob. Oh boy. Da war eine Dingsfläche drunter gelegen, aber der schleimt alles zu und ich habe sie nicht gesehen. Das war jetzt gerade richtig bad. Der war komplett von dem eingeschleimt. Ich habe es schlichtweg nicht gesehen.
Also man hätte es am Debuff sehen können, ne? Aber ich habe gerade noch was anderes gepullt. Das war jetzt nicht gut. Ehrlich sind, das war jetzt ziemlich crap. Einer geedit. Und es wurde einer weggecharged. Oh nein, bitte route die jetzt nicht. Das ist das Schlimmste, was sie jetzt machen können. Ich kann die jetzt nicht da rausziehen. Ich verstehe es nicht. Die Mobs sind auf 5% Leben und dann kommt der Typ auf die Idee, hauen wir mal einen Mars Root rein. Kann ich nicht nachvollziehen. Die sind alle fast tot, ne? Ich bin die schon am Kiten und er haut einen Mars Root rein. Das stimmt, die Indie ist ein bisschen älter. Aber es ist halt die zweite Woche, ne? Und wenn du ein 18er läufst, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass du da vor... Komm ich... kann ich die marken, die Bots? Weil den habe ich auch schon. Ich mark den jetzt mal, dass da einer ist. Den habe ich nämlich auch schon. Ah, fuck, die müssen interrupten. Okay, gut. Problem ist, wenn einer rippt, der einen Bot hat, sind die Effekte wieder weg. Also darfst dann hier im Optimalfall halt nicht rippen. Können wir den halt nochmal holen. Ah, komm, raus da, raus da, raus da. Sanguin drin. Okay, da oben ist dann nochmal so ein Bot. Bleib jetzt hier einfach drin stehen, das müsste ja gehen, oder? Eine Heilung angeschmissen, easy. Gut, okay. Da war es wieder, das Ding. Gehen wir mal lieber raus. Tut sich der Heiler einfacher. Da kriegst du so einen Heal-Absorb-Scheiß drauf. Der ist ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Also links haben wir nochmal einen Bot. Und ich glaube, da hinten müsste auch nochmal irgendwo einer sein. Hier ist noch ein Bot. Blitze-Bot. Irgendwo da drüben war auch nochmal einer. Ich weiß jetzt nicht. Ich könnte jetzt... den Boss mit, den hier mit reinpullen, aber der grippt dran und wenn der Nasfa 7 dann seine E macht, wir spielen es mal lieber auf Nummer sicher. Oder das hier und dann alle in mir drin stehen. Okay, der Kollege hat noch was geedit. Müssen wir ja jetzt nicht unbedingt was riskieren. Sobald der Nasfa 7 tot ist, hätte ich gesagt, ich ziehe den Großen mit rein. Weil die anderen, die haben jetzt nicht irgendwie krassen Cleave oder irgendwas. Jetzt wird der geedit. Wir hätten halt am Anfang, bevor unserer Bot-Tour, einmal schon HT ziehen können, ne? Aber das... Ja, das Ding ist, die haben halt einfach den Key gestartet, bevor ich dann noch was schreiben konnte. Aber gut, das sollte so auch schon irgendwie passen, hoffe ich zumindest. Hat keiner den Blitzebot genommen. Es kann eigentlich nicht sein, dass alle schon den Blitzebot haben. Sensoren
Assistenzprotokoll aktiviert. Ah, schau mal, der hatte noch nicht den Blitzebot. Mir fehlt auch noch einer. War jetzt von dem anderen noch gar keiner da? Range. Oh nein, bitte nicht die ganzen Ranges mit hier in den Bot rein. Also der Hunter ist hier drin und der Heiler. Das ist ein bisschen unnötig. Die Eule steht hinten. Wobei, ich weiß, habe jetzt nicht gecheckt, ob der Hunter ein Melee oder ein Dinghunter ist, ne? Muss ich jetzt ehrlich sagen. Er ist eingeschleimt, den müssten wir rausholen. Ist ein Range Hunter, oder? Ja, der ist ein Range Hunter. Wahrscheinlich MM, vermute ich mal. Gut, jetzt die Woche ist kein Quaking, ne? Da ist das ein bisschen entspannter. Dann kannst du halt auch theoretisch zusammenstehen. Letzte Woche mit Quaking war es ein bisschen ätzend. Da hatte ich auch einen Run. Da waren dann alle hier da vorne drin gestanden. Dann kam Quaking und gleichzeitig das Ranziehen. Und ja, dann stehst du da halt, ne? Kannst du überlegen, ob du eingeschleimt bist oder ob du die komplette Gruppe sprengst, wenn du mit 5 Leuten da drin stehst. Das ist dann ein bisschen suboptimal. Was kriege ich denn hier an Damage? Ich muss jetzt echt aufpassen, wenn ich seinen Hitrang-Kreis verlasse, dann kann es halt sein, dass da wer anders weggemilied wird. Ich will jetzt eigentlich dafür nicht mehr Inker ziehen, wenn ich ehrlich bin. Convoken nochmal. Aber den Boss kennen sie anscheinend, ne? Also weiß ich nicht, das läuft. Luga, ich grüß dich. Wir können eigentlich hier durchlaufen. Da sind so Katzen drin, da gibt es auch nochmal einen Haufen Bots. Und so einen Nasfasim-Kollegen. Hier müssen eigentlich ein Haufen Miezen sein. Guck mal, den Bot habe ich noch gar nicht. Ah, seht ihr? Ich sagte doch, da sind ein Haufen Katzen. Die springen an. Ja, vielleicht willst du die dann doch lieber nicht spielen. Ich dachte mir, hier sind halt relativ viele Bots, ne? Die können wir halt alle mal mitnehmen. Also ich habe jetzt alle Buffs. Da sind nämlich auch noch ein paar. Ich meine jetzt mal die Gruppen einzeln. Wir haben mit Trash... Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wir pullen 1, 2 zusammen, aber... Jetzt mal hier auf Nummer sicher. Gekriegt, okay. Bin komplett voll. Kann man machen. Ich habe jetzt die größere gepullt, weil ich gerade Inka ready hatte. Ach, das ist der Special Boss, okay. Na, stimmt. Sollten die Kleinen gekillt kriegen und dann ihn erst machen. Beschuss, da will ich nicht rein. Glück wird eher durch den Scheißdreck nicht hochgehalten, ne?
mal ein bisschen hochzuziehen mit dem, mit den, oh, der eine muss dispellen. Oh, ich habe 4 Stacks, der muss unbedingt dispellen, das rödelt jetzt gleich richtig rein. Ich habe 5 Stacks. Und der Heiler dispelt mich nicht. Oh, ich habe jetzt geschrieben, dass er dispeln soll. Zum Glück hat er es noch gemacht. In die drei können wir eigentlich den einen mit reinziehen. Obwohl, die machen ganz guter E-Schaden. Stimmt, wir sind safe. Ich denke mal, man hat theoretisch hier genug Zeit, wenn du jetzt nicht großartig rumvibest. Und sonst verlieren wir die Buffs wieder. Das machen wir mal Pack für Pack. Also hier können wir eigentlich ein paar killen noch, ne? Also hinter uns ist sind noch Bots. Hier sind, glaube ich, noch Bots drin. Die können wir eigentlich alle mitnehmen. Tutti completi. Namen, hast du schon deinen 2 Cario? Nee, habe ich noch nicht. Das ist jetzt erst der zweite Key, den ich mache heute. Ich habe letzte Woche 1600 irgendwas. Also habe alle Keys einmal gemacht. Und jetzt bin ich halt gerade im zweiten. Ich bin jetzt bei 1700 oder so. Also für den ersten habe ich 70 Punkte nochmal gekriegt. Mal jetzt über die Tage. Beatdown, ich grüße dich übrigens auch, ne? Das habe ich jetzt ein bisschen übersehen gehabt, tatsächlich. Wisst ihr was? Ich habe Inca ready, komm, die pull ich jetzt einfach mit rein. Ganz so vorsichtig müssen wir es dann auch nicht machen. Also ich sollte gar kein Problem kriegen. War kleiner, hat sie die Heißbell durchgekriegt. Fuck it. Also irgendwie mit dem blutigen Dings da bin ich noch nicht so ganz auf Zack, ne? Das, also haben sie jetzt einige Mobs doch ein bisschen geheilt gehabt. Ist nicht tragisch viel, aber unnötig einfach, wisst ihr, was ich meine? Also wir brauchen eh HT bei dem einen Boss, deswegen machen wir jetzt einfach Trash. Bis quasi der am Start ist. Den können wir mit dazu pullen. Zwei Minuten noch und dann machen wir einen Boss. Haben wir denn 66? Wir brauchen halt schon noch ein paar Prozent, ne? Gut, zum Trock rüber sind es vielleicht noch 15-20%, was du da machst. Und müssen wir oben wahrscheinlich noch ein bisschen was machen. Also AT sitzt dann eh gleich ready. Ich pull jetzt mal die ganzen Kleinen hier zusammen. Also die kannst du halt nicht tanken, die laufen einfach wild rum. Bringt auch so gut wie gar nichts.
Zum Glück droppen die kein Sanguin am Boden. Okay. Geschrieben, dass wir da Heron wollen. Keiner lässt sich wegchargen. Ach komm, Kollege! Jetzt nicht sagen sollen, ne? Wir ziehen HT, der Dude ist insta-dead, weil er sich vom ersten Ding wegchargen lässt. Vor allem das Range, ne? Wo du halt so easy da zwei Steps weitermachen kannst. Nein, der Heiler, warum? Der macht seinen Cast und der Heiler rennt vor ihm. Er steht da hinten, er setzt den Cast an und will er ihn soaken oder was hat er vor? Oh boy, das kann ich mir nicht erzählen. Warum ist er da jetzt vor dem Boss gelaufen? Er hat doch nicht mal irgendwelche Media Abilities. Das macht einfach keinen Sinn, Der Typ macht einen Cast nach vorne. Er steht hier hinter. Er setzt den Cast an, wie ob er ihn absichtlich sorgen wollte. Warum ist er... Hat er nicht mal irgendwas wie einen Monk-Heiler oder was anderes, dass er da hinrennt? Ich verstehe es nicht. Jetzt sind halt seine ganzen Bot-Buffs weg. Das ist halt das Ärgerliche, wisst ihr? Die ganze komische Bot-Tour gemacht mit denen. Das kann ich mir nicht erzählen bei manchen Leuten, ne? Mal mich selbst displayen. Auch den Nass versehen. Na gut, das sollte eigentlich kein Stress sein. Das Problem ist, diese Kleinen, da kann ich jetzt den Boss nicht hin umdrehen, sonst stehen die da in dem Cleave drin. Von dem Nasrasim-Dude. Wird die ganz gern cleaven, die sollen die einfach ranziehen, die laufen halt random hin und her, keine Ahnung, also kann ich halt auch nix. Na gut, komm weiter. Können wir den noch mit reinziehen? Wirbelt da gleich ein bisschen. Na gut, bei 80 sind wir jetzt. Bin ich da in dem Rauch gestunt. Machen wir die noch erst fertig, weil die zwei Dudes, die dürften relativ tough werden. Ich hoffe, da steht jetzt keiner vor denen gleich, wenn die ihren Hit machen. Dann müssen wir auf jeden Fall interrupten. Das sind, glaube ich, die Hard-Hitter-Mobs hier in der Instanz. Ach. Ich weiß schon, wer der Movement Gimp hier ist. Super, jetzt habe ich gerade Ding angesetzt. Ah ja, gut, der Shami hat interrupted. Die Eule, die snackt auch alle RE-Effekte, ne? Geht relativ weit sogar. Ah, fuck it. Ich habe mich da hinten ein bisschen blöd reinmanövriert. Ich dachte, die sterben ein bisschen schneller, wenn ich ehrlich bin. Das
wäre jetzt gewesen, ne? Lauf schon mal los. Er hätte halt easy releasen können, wenn er schon keinen BR will. Ich denk's mir halt auch, also 18er Key kann man schon erwarten, dass man die Instanz mal kennt. Hätte ich jetzt mal so behauptet. Ich hoffe, die soaken jetzt gleich alle mit, ne? Sonst haben wir ein Problem mal. Ja, einfach zusammenlaufen. Die folgen einen eh. Wenn jeder auseinander steht, dann kann man die halt schlecht... Bitte soakt mit. Oh boy. Haben jetzt, glaube ich, nicht alle das Ding gekriegt, oder? Nicht alle aktiviert, aber zumindest fast. Der eine fehlt halt jetzt, aber okay. Bin extra noch zu denen hingelaufen, weil nicht alle reingerannt sind, ne? Aber der Boss ist eigentlich so free, da kann eigentlich nicht viel passieren. Gut, wir brauchen jetzt halt noch 13% Trash, ne? Und du hast nur eine Gruppe vorm... Die Eule, ne? Die Eule ist hier der Weak Point der Gruppe. Kein Movement, keine Fähigkeiten kennen, einfach nur ein bisschen Damage draufrödeln, das war's dann. That's it. Jetzt hier nochmal Inka ziehen bei dem Boss. Was nicht, ne? Zumindest macht er hier ein bisschen Single-Target-Schaden, da kannst du ja nichts sagen. Waren jetzt meine Inka. Komm, rein da. Oh, jetzt läuft er sogar. Die anderen... Okay. Nehme ich halt das letzte hier. Will zum einen laufen, läuft einer hin, läuft zum anderen, läuft einer hin. Komm, können walken wir nochmal. Aber den Boss kannst du fast nicht verkacken. Also... Jetzt machen wir noch ein bisschen Trash, dann müssten wir HT wieder beim Endboss haben. Und dann könnte das noch ausgehen. 10 Minuten? Ja, doch. Also wenn wir jetzt keinen groben Scheiß bauen, dann müsste das eigentlich klappen. Hier können wir... Wir haben nochmal geschrieben, dass wir die Bots nehmen sollen, sind ja doch ein paar gestorben. Also die Gruppe mache ich jetzt noch und oben. Und dann brauchen wir, denke ich mal, noch also nur eine Handvoll an Mobs. Müsste ich mal gucken, was die bringen. Ah, fuck it. Wie? Ich habe mir überlegt, ob ich die adden soll, ne? Aber der ist ja jetzt einfach volle Lotze reingelaufen. Macht jetzt so einen komischen Schuss. Wenn er groß ist, dann haut das doch ganz gut rein. Da haben wir halt ewig viele kleine und mittlere. Manche moven halt nicht gerade gut mit. Ich zieh die jetzt einfach die Straße runter, keine Ahnung. Weißt du, ich bleib da jetzt stehen. Nein, castet da seinen Scheißdreck. Ja, super, jetzt hat er nochmal so einen Tiger gepult. Also diese Eule, ein, ich will jetzt nicht sagen, ein Nichtsnutz vorm Herrn. Er hat jetzt erst die eine Gruppe geaddet und dann jetzt noch diesen Tiger. Echt ein Hass. Und dann stirbt er in dem Scheißdreck da. Warum muss er daneben auf die, quasi da hinten laufen? Ich verstehe es halt nicht. Hat er vorhin schon gesehen, dass da unsichtbare Mobs sind. Super, jetzt haben sie die Bots genommen, sind wieder gerippt. Weißt du, ich hätte mit der Gruppe gar nicht rumlaufen brauchen, um Bots zu holen, wenn die halt ständig irgend so eine Kacke machen, irgendwas adden und dann rippen. War eigentlich komplett für Cuts. Der Heiler kriegt's auch nicht hin, den Debuff mir auszuheilen. Eine Eigenheilung gucken. So, komm, jetzt retzt die Leute. Super. Er macht jetzt einen Single-Retz. Was macht der Heiler? Er hält sich nicht mal hoch und der tickt da trotzdem noch weiter.
Was macht er? Ist jetzt AFK gegangen? Er reckt nicht? Steht da einfach nur. Hat keinen geretzt? Perfekt. Ich pulle jetzt, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht länger warten. Ich hoffe, der ist jetzt nicht AFK, ne? Steht da immer noch. Er ist einfach AFK gegangen. Fuck. Hätte doch nicht pullen sollen. Vielleicht sind die auch gestorben. Ja, es wird immer noch AFK. Ich hasse solche Leute, echt. Trippen mir halt die ganzen Dudes weg, weil sie keine Heilung haben, weil der Heiler da AFK rumsteht. Er hat auch nichts geschrieben, dass er AFK geht oder irgendwas, weißt du? Jetzt den Key halt nur in-time spielen können, aber so. Er hat da nichts geschrieben. Ich dachte, okay, vielleicht schreibt er nur irgendwas und rennt dann weiter. Ich kann ja nicht vor jedem Pull nachfragen, ob er noch da ist. Ja, er steht da einfach, AFK. Jetzt ist er dann disconnect. Perfekt. Ich muss die rauskicken. Hallo? Okay, mein Kick hat irgendwie nicht so. Aber es ist schon insane, wie ich mich heilen kann, ne? Eigentlich die. Bis zu dem Punkt, jetzt scheint der Heiler wieder da zu sein. Einfach gegengeheilt, ohne dass der Heiler am Start ist. Das Problem ist, sind jetzt halt x-mal die DDs weggenudelt worden. Weil sie halt im ganzen AOE-Zeug Damage bekommen und der Heiler halt nicht am Start war. Jetzt haben wir noch 4 Minuten. Keine Ahnung, wir müssen halt jetzt in einer Phase töten, sonst war es das. So viel Verse hätte ich auch gerne. Ich habe nicht viel mehr Verse als du jetzt. Ich habe ein anderes Teil angezogen. Ich habe nur... Ja gut, 37% habe ich jetzt. Aber das liegt an dem Buff, ne? Weil ich wieder nicht auf Tempo umgeschalten habe. Okay, auf geht's. Ich hätte hier eigentlich umskillen sollen. Auf Roots fällt mir gerade ein. Nicht für den Stun, ne? Den nutze ich eh so gut wie nie. Das haut nämlich richtig raus. Da habe ich letztens... Ach komm. Können die Leute jetzt mal... Bitte bleibt da jetzt nicht wieder in dem Bot stehen. Er hat sich einfach von dieser riesen Ding wegrödeln lassen. Was ist denn mit euch? Jetzt werde ich doch echt aggressiv. Erstes Ding, Shami tot. Zweites Ding kommt, Heiler bleibt drin stehen. Also... Ich habe keine Wut, um ihn jetzt zu retzen. Na gut, ja. Fix ihn mal weg jetzt. Wir müssen sie in einer Phase töten, ne? Die haben Movement wie ein Fisch auf Land. Die Leute. Wenn wir dann noch eine Phase spielen müssen, dann wird's kritisch. Fuck, ich bin ein bisschen zu weit drüben gesprungen, aber es passt. Er ist mit seiner Turtle hoch. Gut, das wusste ich nicht, dass das auch geht, ne? Immunity rein und let's fetz. Der Druid hätte es halt genauso machen können wie ich, einfach mit der Reisegestalt hochspringen. Aber nein. Schimmelt da unten jetzt rum. Als Druid ist es so einfach. Hab ich jetzt da Schaden gerade Gift durchgekriegt? Der Shami, der steht ganz am Anfang noch. Ja,
Jetzt brauchen wir Damage. Fuck, die sind viel zu weit weg auch noch. Sind das Ding reingelaufen? Jetzt können wir gucken mal. Ich glaube, wir haben nicht genug Schaden, oder? Alter, sauknapp. Ich bin der Einzige, der nicht gestorben ist, und der Inni, der seine Bots behalten hat, ne? Holy moly. Also. Ja, wieder kein Item gekriegt. Ich sag's mal so, ich habe bestimmt auch nicht alles optimal gespielt, mal die Mobs ein Ticken zu lang in der Pfütze oder so gehabt. Aber was da teilweise die anderen veranstaltet haben, ne? Also bitte. Also bitte. Zum Glück haben wir es irgendwie geschafft. Schauen wir mal, was haben die an Items gekriegt? Ein Ketten-Item. Lol, ist einfach das Mount gedroppt. Der eine hat Handgelenke bekommen. Die Eule, aber die braucht er wahrscheinlich. Die haben gar keine Stats drauf. Und die mit dem extra. Schreibt gut Healer, Bro. Ja. Also, hat er ganz okay geheilt. Bis auf, dass das am Ende gerippt ist. Ja, gut. Hat ja noch funktioniert. Zumindest ein paar Punkte hat es gebracht. Ne? Das ist ja das Wichtigste.